Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Diese Pyramide am Anfang war erstmal natürlich ganz klar das Zeichen, dass ich den hyperdyper bösen Mächten aller Verschwörungstheoretikern angehöre. Mein Name ist Dennis Christian Bartke, ich bin selbsternannter Virologe. Kleiner Spaß. Wir sprechen heute über die Partei von Dr. Bodo Schiffmann, Widerstand 2020. Und ich habe mir überlegt, weil ich auch festgestellt habe, dass Facebook scheinbar wieder die Möglichkeit zulässt, jemanden hier in den Livestream reinholen zu können, dass ich da hier direkt mal, ne, tief in der Trickkiste gegraben habe und mir heute als Special Gast den lieben Bauchi hier in den Stream reinholen werde. Falls ihr den lieben Bauchi noch nicht kennt, der liebe Bauchi ist der Mann, der mal auf der Boris Becker Finca war, der die da übernommen hat, der dann auch durch sämtliche Medien gegangen ist und ja, ein cooler Typ. Deswegen müssen wir jetzt hier gemeinsam gucken. Erstmal muss ich gucken, ob ich jetzt hier den guten Mann einladen kann. Sehe dich. Das ist schon mal, dafür kriegst du schon mal ein Like. Das ist schon mal mehr, als ich annehmen darf. Also, ich habe hier Leute drinne, die ich auch mit so einer grünen Kamera sehe. Allerdings sehe ich bei dir diese grüne Kamera nicht, Georg. Das heißt, entweder du bist gerade auf verschiedenen Geräten hier im Livestream verbunden, vielleicht nochmal alle Apps oder sowas schließen, nochmal hier reinkommen. Oder ich hatte nämlich jetzt auch angeboten, dass man vom Prinzip her auch mir eine Request stellen kann. Also du kannst hier auch eine Einladung schicken, dass du hier in den Livestream rein könntest. Genau. Also vom Prinzip her geht es. Ich kann Leute einladen, aber dich kann ich gerade nicht einladen, weil bei dir ist nicht diese grüne Kamera. Ja, das wäre natürlich cool, weil du kannst ja nicht vom PC jetzt hier eingeladen werden. Also meine Lieben, es wird spannend, es wird klasse. Ich denke, wir haben auch eine gute Grundlage, denn der Georg, der mag nicht so gerne den 20, ich hingegen schon. Und das ist immer cool, wenn man quasi zwei verschiedene, wo man jetzt quasi harmonisch über Sachen spricht. Jawohl! Okay, warte, ich höre dich nicht, aber es liegt wahrscheinlich an meinem Einsteckmikrofon. So, jetzt höre ich dich. Hörst du mich? Ja, jetzt muss ich leider hier die Qualität ein bisschen drosseln. So, hörst du mich denn auch? Jetzt höre ich dich super, ja. Was hast du denn hier? Ach so, das ist auf meinem Bildschirm. Ich habe Knöss auf meinem Bildschirm. Okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich will dir nichts unterstellen, was da noch so auf deinem Bildschirm Gut. alles. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, soweit sehr gut. Ich mache mal gerade ein bisschen Werbung hier für den Stream auch und setze den mal auf meinen Kanal auch gerade, damit meine Leute auch wissen, dass wir hier gerade sind. Das ist eine sehr schlecht, wenn die Geschichte hier aktiv bleibt. Das ist eine sehr gute Idee, das mache ich jetzt parallel auch. Also, ihr könnt alle den Stream gerne natürlich teilen. Es wird jetzt ein spannender Stream, denke ich, weil Diskussionsstreams sind immer spannend. Widerstand 2020 ist ja gerade in aller Munde, diese Partei, da die Partei binnen 3 Wochen schon über 100.000 Mitglieder hat, also schon die AfD um Längen überholt hat. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall gerade ein sehr brisantes Thema, denke ich. Und dann kann man natürlich auch mal darüber sprechen, hier mit den zwei selbsternannten Virologen und Experten, die natürlich da voll im Bilde sind. Und eigentlich sind wir von Hause aus gelernte Bankkaufmänner. Das weiß nur niemand. Das wissen wir selbst noch gar nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal geleakt. Denn ja, mit diesen Ausbildungen, mit diesen Studiengängen kannst du relativ viel reißen. Und ja, ist gerade im Trend. So, in einer Gruppe teilen.
So, mit Bauchi, Oder das auch. Event. Da, wunderbar. Hallo Manuela Rast, das ist schön, dass du gerne dabei bist. So, bei mir wird es auch gerade gepostet. Ja. Gepostet. Als Teil Überschrift. Als Teilüberschrift habe ich jetzt genommen, mit Bauchi die Welt retten. Ich denke, das trifft das, die Situation hier am besten. Wir dürfen uns selbst retten. Oh, du vibrierst. Ja, ich vibriere, aber ich kann das leider gerade nicht ausschalten, weil wenn ich auf nicht stören gehe, dann kriege ich dich, glaube ich, auch. Oder wenn ich auf nicht stören gehe, müsste das doch eigentlich funktionieren, oder? Ich weiß nur, also wenn du jetzt ein Android hast, wenn du runterdingst und dann einfach auf Vibrieren wegmachst, dann bist du ja auf Stumm, dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich bin da ja so der Crack, weißt du, ich kenne mich ja so super aus. Ach, Ich du gehe machst mal das auf gut. nicht stören. Und das dürfte eigentlich auf uns jetzt kein. Nee, sag mal was. Hi. Ja, dann höre ich dich noch. Wunderbar, alles klar, super geil. So. Teilen, in einer Gruppe teilen. Jetzt habe ich das in meine Story geteilt. Okay, cool. Man kann auch den Livestream in die Story einfach teilen. Ja, habe ich gerade auch. Sehr geil. Also wir sind jetzt 20 Zuschauer. Wäre super cool von euch, wenn ihr auch einfach den Stream teilen würdet. Vielleicht schaffen wir es ja auf 40 Live-Zuschauer oder so. Das wäre ja schon mal toll. Dann hätten wir auch quasi so eine grundlegende Motivation. Support ist kein Mord. Ist ganz wichtig. So. So, wir können einfach schon mal provisorisch durchstarten. Du hattest mir, wir hatten jetzt gerade, also wir hatten um 20 Uhr spontan beschlossen, dass wir jetzt um 21 Uhr einen Livestream machen, auf der Grundlage, dass wir schon mal vor 3, 4 Wochen einen Livestream machen wollten. Aber da hatte Facebook die Funktion hier, dass man gemeinsam sich im Livestream zeigt, hatten die quasi deaktiviert, warum auch immer. Jetzt war diese Funktion wieder aktiv und ich habe mir gedacht, hey Mensch, einfach mal spontan mit Bauri hier auf Sendung gehen. Und das hat jetzt geklappt und deswegen haben wir dann quasi vor 5 Minuten selbst einfach kurz so random geschrieben und haben dann halt überlegt, worüber können wir sprechen. Und da gerade dieses Widerstand 2020 in aller Munde ist und du dich quasi kritisch im Vorfeld gerade geäußert hast, dachte ich perfekt, weil ich bin genau der anderen Meinung. Und das ist halt eine super gute Grundlage, wenn man sich halt mit jemandem unterhält, wo man halt Keine andere weiß, Meinung. ne, wo man halt weiß, so die Harmonie dahinter stimmt, dass wir jetzt quasi uns hier nicht mit Messer, dass wir quasi, ich kann deine Meinung akzeptieren, du kannst meine Meinung akzeptieren und die Diskussion, die wir hier führen, ist quasi oberflächlich, aber trotzdem wichtig. Ja, oberflächlich würde ich das gar nicht mal nennen, aber ich weiß nicht, wo uns so als Gesellschaft die Fähigkeit abhanden gekommen ist, Leute mit einer anderen Meinung einfach als Leute mit einer anderen Meinung zu akzeptieren. Und irgendwann ist das da halt irgendwie hingedriftet, dass Leute mit einer anderen Meinung automatisch Feinde sind. Und also ich fände es sehr schön, wenn wir einfach nochmal demonstrieren können, dass man halt eben auch durchaus unterschiedliche Meinungen haben kann, aber sich trotzdem lieb haben kann. Ich schreibe dir dann Das privat wäre was. hinterher, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist. Nee, dann würde ich einfach mal vorschlagen, sag du erstmal all das, was du so weißt, beziehungsweise warum du dem kritisch gegenüberstehst und dann werde ich einfach mal so meine Meinung dazu kundtun und dann gucken wir einfach mal, wo wir da beieinander sind und ja. Also mein Problem war von Anfang an, ich habe halt eben auch gleich als das aufkam, habe ich dann die ersten Einladungen bekommen, mir das anzugucken und das habe ich auch getan, aber es war halt eben von der ersten Sekunde so, dass ich ein schon seit Jahren bestehendes Problemchen mit dem Wort Widerstand habe. Weil halt das Wort Widerstand ist gar nicht so das Schlimme. Es ist halt energetisch, da halt eben
für mich unpassend, weil Widerstand halt eben genau das ist, was richtig Druck zum Vorschein bringt. Also Druck kann eigentlich nur da wirken, wo er auf Widerstand trifft. Ne? Im Gehorsam fällt es nicht so auf, weil dann laufen die Leute ja mit dem Druck mit und das sind auch dann die, die tatsächlich den Druck mit aufbauen, wo es auf Widerstand trifft. Und ich bin halt, ich bin mal irgendwann vom Karate weggekommen und beim Tai Chi angelangt. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Karate ist eine Kampfkunst, wie halt alle anderen Kampfkünste auch. Aber das Tai Chi ist halt eben explizit die Kunst, dem Kampf auszuweichen. Und darüber habe ich halt auch gelernt, Druck auszuweichen. Und das geht halt eben explizit nicht über Widerstand, sondern über Ausweichen. Das heißt, für mich ist es von daher nicht wirklich passend gewesen, mich einem Widerstand 2020 anzuschließen. Das hat dann halt auch sehr damit zu tun, dass es für mich halt eben im Moment gerade wieder sehr nach Revolution riecht und da werde ich aus anderen Gründen auch seit Jahren sehr vorsichtig, weil halt eben, wenn man sich jetzt so mal in der Geschichte Revolutionen anguckt, letztendlich alle Revolutionen dazu geführt haben, dass einfach eine neue Obrigkeit eingeführt worden ist, der man dann aber auch wieder folgen musste. Und deswegen halte ich halt eben von Politik auch nicht sonderlich viel und ich halte halt eben auch von Parteien nicht sonderlich viel und habe mich deswegen aus diesem Spiel schon vor Jahren auch rausgetan, weil für mich ist das auch, wenn ich es mir halt im Ganzen angucke, tatsächlich keine Demokratie, die in Deutschland herrscht, sondern es ist, wenn man, es ist eine Mehrparteiendiktatur, weil du kannst dir zwar aussuchen, wer da jetzt oben an der Spitze steht, aber diktieren musst du dich trotzdem lassen. Und das ist der Punkt. Das hat für mich nichts mit Souveränität zu tun. Und da ich halt eben, bevor ich das bekommen hatte, gerade ein Video gemacht hatte, in dem ich dazu aufgerufen hatte, die Vertrauensfrage zu stellen, auch in Bezug auf die Politik und gefragt habe, vertraut ihr noch der Regierung? Und da halt eben auch ganz gutes Feedback zu bekommen habe, sehr eindeutiges Feedback zu bekommen habe, war dann für mich so wirklich dieses Ding so, oh, bitte nicht noch eine Partei. Das ist wirklich das Allerletzte, was wir gerade brauchen. Das ist, wir brauchen Umkehr zu uns selbst. Wir müssen irgendwie wieder dahin kommen, dass wir uns selbst folgen können. Nicht nur dürfen, ja dürfen auch, weil wir uns das halt eben selber erlauben. Ja? Und das ist halt, das ist so der nächste Punkt. Ich bin halt seit 5 Jahren explizit oder seit 4 König von mir selbst und niemand anderem. Ja, und da muss ich mich auch irgendwie dran halten. Und der König kann nicht irgendwie irgendeiner Partei eingreifen. Der König sollte möglichst unparteiisch sein, weil sonst kann ein Volk ja nicht im Interesse des Volkes regieren und das ist so als da. Hier, ich sehe es. Ist es wieder da? Bin ich wieder da? Kann man mich Jetzt wieder bist du wieder sehen? da. Okay. Also wie gesagt, ich nenne mich halt König explizit mit ICH am Ende geschrieben und nicht König, weil auch die Könige der Vergangenheit jetzt sich meistens nicht unbedingt sonderlich hervorgetan haben als besondere Menschenfreunde oder so. Aber es ist halt für mich einfach unpassend. Und was ich halt eben so ein bisschen schade finde, ist, dass halt eben jetzt schon wieder ein ganzer Haufen Leute, die wirklich Neues machen, nämlich mal auf sich selbst vertrauen und sich selbst wieder folgen, sondern halt was Altbewährtes machen, nämlich einfach der nächsten Partei hinterherlaufen. Und da sehe ich eine große Gefahr in diesen Tagen drin, weil das ist eigentlich genau das,
wo wir gerade die Gelegenheit zu haben, mal zur Besinnung zu kommen und auch wieder auch auf uns zurückgeführt zu werden und auf unsere Macht, die wir in den Händen tragen, die wir ständig abgeben, indem wir Gehorsam leisten. Und diese Partei arbeitet, wenn du mich fragst, halt eben sehr genau dagegen. Ob die das bewusst machen oder nicht, das weiß ich nicht, will ich auch nicht unterstellen, aber es ist halt in der Wirkung so. Okay, soll ich jetzt mal kurz übernehmen? Also ja, verstehe ich, dass worauf du hinaus möchtest, ist quasi in anderen Worten, dass du halt für dich selber entschieden hast, dass du für dich dein eigener Gott bist, dass du sozusagen selbst Verantwortung übernimmst. Und wenn man jetzt auch mal so ein bisschen deine History so verfolgt oder bei YouTube, wo du da, weiß ich nicht, vor 9 Jahren mit deinem Campingmobil, glaube ich, rumgefahren bist, dann die Polizei dich irgendwie diesbezüglich angemacht hat, etc. pp., hast du ja auch dementsprechend du hast ja eine gewisse Prägung und dementsprechend natürlich auch eine gewisse Ablehnung dem gegenüber. Ich weiß auch, was du meinst. Das Problem, was ich jetzt quasi bei der Erläuterung sehe, die du jetzt quasi hier gerade demonstriert hast, ist, dass die viel zu weit geht. Also wenn du jetzt sozusagen mit Flagge in der Hand nach Berlin fährst und dann da quasi vor dem Kanzleramt sagst, Freunde, scheiß mal auf eure ganzen Parteien, übernehmt alle selber individuell Verantwortung und werdet euer eigener König. Also von diesem Level meines Erachtens sind die Leute noch viel zu weit entfernt. Also muss man die Leute, finde ich persönlich, abholen in einer Sprache und in einer Möglichkeit, die halt wirklich realistisch ist. Und da ist für mich halt dieses Widerstand 2020, über den Begriff kann man sich streiten, aber wenn man das Ding jetzt quasi nicht so provokant genannt hätte, wenn man das Ding jetzt quasi, ja, verharmlost genannt hätte, wäre der Reiz wahrscheinlich für die Masse auch gar nicht so groß, da diesem jetzt dem zu folgen. Und so wie ich das verstanden habe, also erstmal finde ich das extrem krass, dass die binnen 3 Wochen halt über 100.000 Mitglieder generiert haben. Zum Zweiten finde ich es krass, dass die halt, die entwickeln gerade eine App, wo sie quasi sagen, dass auch die drei Führungsmitglieder, nenne ich sie mal, sagen schon von Anfang an, wir bestimmen hier alle, was wie wo lang geht und letztendlich werden dann Sachen einfach über diese App oder wie auch immer entschieden. Das heißt, da hat man quasi wirklich eine Art von Demokratie, die ich so halt noch nie gesehen habe. Und was gibt es denn sonst für effektive Alternativen? Also natürlich könnte ich jetzt auch auf die Straße gehen, könnte mich da mit der Polizei kloppen, aber das wäre ja nicht effektiv. Also es wäre dann vielleicht effektiv, weil ich dann quasi, Auch nicht mein Rat. ne? So, also dann wäre ich quasi einer und dann wäre da ein Polizist, dann würde ich ihn kloppen, dann würde er mich kloppen, dann würde er wahrscheinlich gewinnen, dann würde ich quasi eine Strafe kriegen, was auch immer. Aber das würde ja oben nichts bezwecken und das würde ja auch oben nichts bewirken. Aber wenn man sozusagen einer Partei beitritt, die sozusagen wirklich da Einfluss nehmen kann erstmal und ja, die Geschichte zeigt, dass sich die Geschichte halt auf den verrücktesten Arten und Weisen immer wieder wiederholt hat bis jetzt. Aber auch durch das Internet denke ich, dass wir halt diesmal auch eine andere Möglichkeit haben, langsam die Leute auch so in gewisser Art und Weise wachzurütteln. Das gab es halt 1940 noch nicht in diesem Ausmaß. So, da musste man sich anders formieren. Und wie gesagt, für mich aktuell gibt es keine Alternative, wo ich jetzt sagen könnte, Mensch, wenn man das macht, da könnte man wirklich was bewirken. Kenne ich jetzt keine andere Alternative, die so groß ist und so stark ist, die so organisiert ist, wo wirklich was passieren könnte, wie jetzt diese Partei. Da gebe ich dir recht. Also ich sage auch nicht, dass es scheiße ist. Ich sage lediglich, dass es nichts für mich ist und warum ich meine Meinung und also warum ich auch bitte davon ab, warum ich darum bitte, mich nicht weiter dazu einzuladen, weil das immer noch jeden Tag passiert, obwohl ich so klar dazu Stellung genommen habe, dass es und warum das ist und warum es nichts für mich ist. Und für mich ist halt eben, du sagst, es gibt keine Alternative. Und da sage ich, die gibt es nur deswegen nicht, weil keiner mal drüber nachdenkt. Es gibt nämlich sehr wohl etliche Alternativen, aber eine vor allen Dingen ist tatsächlich
darüber nachzudenken, wem ich gehorche. Wirklich anfangen zu beobachten, was machen meine Hände den ganzen Tag und wer ist das schuld? Und letztendlich sind wir das nämlich immer alle selber schuld. Und ich glaube, dass viele Leute einfach ein nicht ganz richtiges Bild von den Menschen haben. Ich kriege immer wieder, aber auch immer nur von Leuten, die es selber noch gar nicht mal ausprobiert haben, wirklich eigenständig zu leben. Und wie gesagt, mir ist es auch nicht in die Wiege gelegt worden. Ich musste mir das alles auch erarbeiten. Ne, wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich auf Mallorca mit terranischen Nummernschildern rumgefahren bin und dann da die Polizei und die Obrigkeiten Stress gemacht haben, aber eben dennoch meine Person nicht anerkannt habe und als Mensch vor diesem Gericht Bestand gehabt habe und die mir auch eigentlich nicht wirklich was konnten. Da spielt der Gehorsam nämlich eine sehr große Rolle. Und für mich macht es einen sehr großen Unterschied, weil das Ding ist, du musst ja immer für das, was du tust, auch die Konsequenzen tragen. So, und es reißen sich alle drum, die Entscheidungen für das, was du tust, zu treffen, aber es reißt sich kein Schwein rum, die Konsequenzen auch zu tragen. Das bleibt immer hübsch brav bei dir. Und wenn du dir dann anfängst, selber mal Gedanken darüber zu machen, was du eigentlich tust, dann kommst du automatisch aus diesem Folgemodus raus. Du hörst automatisch auf, einfach anderen zu gehorchen. Und wenn du dann halt dir auch das Recht nimmst, dich so zu verhalten, dass deine eigenen Entscheidungen dem zugrunde liegen, dann kannst du die Konsequenzen dafür definitiv viel, viel leichter tragen. Dann brauchst du gar keinen mehr, der dir die Konsequenzen dann da abnimmt. Das heißt, du brauchst auf niemanden mehr Schuld abzuweisen. Du machst niemandem mehr Vorwürfe. Du wirst dein ganzes Leben komplett anders wahrnehmen. Und ja, ich gebe dir vollständig recht, noch ist das so, dass die Menschen das nicht wirklich kennen, weil sie es noch gewohnt sind, ständig irgendwie entweder die Glotze oder jetzt die neue Glotze anzumachen, sprich das Internet, und da auch sehr, sehr viel immer noch einfach nicht wirklich selbst nachzudenken, sondern die ganze Zeit irgendwelche Sachen von irgendwelchen Leuten weiter zu posten, die sie gut finden, demnach auch das, was sie sagen, aber ich kann aus der Perspektive, aus meiner eigenen Perspektive heraus sagen, das geht halt eben auch sehr oft also das, wenn, also ich kann mit Fans nichts anfangen, weil Fans für mich halt eben in der Vergangenheit zu oft genau zu den Trollen geworden sind, weil, also, ne, wenn Leute mir hinterherrennen, weil sie toll finden, was ich mache, und dabei aber nicht verstehen, dass ich einfach nur meinem Bauch folge, dann kommt es unweigerlich früher oder später zu dem Punkt, wo ich was mache, was die nicht verstehen können. Und dann bin ich der Riesenarsch. Das spielt aber in deren Leben halt eben nur eine untergeordnete Rolle ist. Die übergeordnete Rolle ist, wer sind wir selber? Das ist halt eben auch da. Wir sind die ganze Zeit, und da hilft uns auch, glaube ich, die Partei nicht wirklich weiter, daran mal was zu ändern, die ganze Zeit mit anderen Menschen beschäftigt, statt mit uns selbst. Und wie wollen wir da jemals hinkommen, wenn wir da nicht langsam mal mit anfangen? Und weil gerade die Zeit wirklich ein wenig tickt, ist das für mich definitiv gerade eher das, wo ich mich mit beschäftige, nämlich zu mir selbst zurückzukommen und auch mit anderen halt eben darüber mich auszutauschen, wie wir das hinbekommen, zu uns selbst wieder zurückzufinden, statt jetzt wieder irgendjemand anderem hinterherzulaufen. Irgendwann müssen wir mal da. Das ist so, ich habe in meinem letzten Video da einen Text drüber geschrieben, in dem es halt sehr darum geht, wie das dazu kommt. Oder in meinem vorletzten Video, dass wir solches Fußvolk geworden sind, dass wir solche gehorsamen Menschen geworden sind, die es gar nicht anders gelernt haben, Obrigkeiten zu vertrauen, von denen wir gar nicht wissen, ob wir denen vertrauen können.
weil wir die zum Teil gar nicht persönlich kennen. Wir wissen gar nichts über die. Wir wissen nur, dass die strafen können oder dass sie belohnen können. Und belohnt wirst du immer, wenn du hübsch brav bleibst und tust, was man dir sagt. Und bestraft wirst du in dem Moment, wo du genau das nicht tust. Und das ist ein Zustand, der nicht nur sehr unangenehme Folgen mit sich bringt, sondern halt eben auch einer, den wir ab hier, ab diesem Moment tatsächlich ändern können. Und deswegen reite ich gerade einfach auf diesen Dingen rum, auch nicht in der Hoffnung, dass das irgendwas unbedingt jetzt bewegt, sondern weil das einfach das ist, was ich für das für mich Sinnvolle halte. So wie du ja jetzt im Prinzip genau dasselbe machst. Aber auf genau dem Punkt werden wir tatsächlich gerade wieder eins, weil letztendlich bei sämtlichen Gehorsam macht gerade immer noch jeder das, was er für richtig hält. Nur sollten wir vielleicht langsam mal ein bisschen darüber überlegen, ob wir da den Horizont nicht ein wenig mal erweitern sollten, was uns unweigerlich ganz andere Möglichkeiten geben würde, unter denen wir dann aussuchen könnten, was wir für richtig halten. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, dass du mit deinen Worten im aktuellen Standpunkt nicht die Masse abholen kannst, weil du viel zu weit bist. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Weil meines Erachtens bist du halt viel zu weit. Und Ja, das bin ich aber schon gewohnt, das kenne ich ja. das ist in meinen Augen so, einfach jetzt metaphorisch gesprochen, wenn ich quasi wenn ich ein Baby hätte und ich würde das Baby füttern und würde dem quasi einfach das halbe Hähnchen dahinstellen und würde sagen, hier ess. Metaphorisch gesehen ist der Brocken viel zu groß. Das Kind ist überfordert, weil man müsste das Kind quasi langsam abholen. Und der Mensch ist meines Erachtens ein Gewohnheitstier und der Mensch macht nichts, bevor er nicht in einer Situation selber ist, wo er quasi gezwungen ist, etwas zu machen. Aktuell sind wir in einer Situation, wo wir gezwungen sind, etwas zu machen, weil ansonsten, egal was du jetzt für dich entscheidest, wenn plötzlich einer vor deiner Türe steht und dir quasi zwangstechnisch eine Spritze geben möchte, was willst du dem erzählen? Deswegen finde ich es ja eben prima, dass wir solche Gespräche führen können, weil wenn dieses Video jetzt zum Beispiel die Masse erreichen würde, dann erreichen beide Standpunkte die Masse und es könnte sich wieder jeder raussuchen, was er für sich umsetzbar findet. Jetzt aber über die Sachen, über die ich spreche, bloß weil es noch ein großer ungekauter Happen ist, den man so noch nicht schlucken und verdauen kann, noch nicht darüber zu sprechen, nur deswegen halte ich dann halt eben auch nicht für sehr sinnvoll, weil es scheint ja, wenn es auch nicht gerade die Masse ist, aber immer noch genügend Leute zu geben, die mich verstehen und die ganz genau wissen, wovon ich rede. Aber das Ding ist ja auch, Und das sehe ich jetzt. für die sind dann eher so auch meine Videos. Also wie gesagt, ich kenne das halt eben eh schon, dass ich mit meinen Ideen oftmals 1 bis 2 Jahre voraus bin, was halt in der Vergangenheit für mich auch sehr frustrierend war, weil ich die Masse damit nicht erreicht habe, bis ich dann irgendwann kapiert habe, dass mein Job überhaupt gar nicht ist, die Masse zu erreichen. Bis auf in dem Moment, wo ich durch das, was ich sage, eine Masse erreiche. Und dann wird es auch die richtige Zeit dafür sein. Aber das ist halt eben, ich habe aufgehört, dieser Masse hinterherzulaufen, weil das tatsächlich sehr frustrierend sein kann. Und da ich auch nicht mit mir selbst beschäftigt war, sondern eben mit der Masse. Und das war ja schon wieder entgegen all dem, wovon ich gerade rede, nämlich zu mir selber zurückzukommen. Wobei ich halt glaube, dass vom Prinzip, wenn es halt Möglichkeiten gäbe, gerade in diesem digitalen Zeitalter, wo man wirklich verschiedene Workshops anbietet oder verschiedene Programme anbietet, dass halt auch wirklich jemand, der noch nichts mit Spiritualität oder mit Selbstverantwortung oder mit irgendwie diesen Themen in Berührung gekommen ist, dass du dann halt nicht direkt anfängst mit 10. Klasse, sondern dass du dann halt auch wirklich anfängst, dass dann dementsprechend jeder irgendwo einen Anfänger, einen Fortgeschrittenen und einen Königkurs oder sowas, ja, dass dementsprechend vom Prinzip, du kannst es ja auch runterskalieren. Das halbe Hähnchen ist ja auf dem Tisch. Also, Und wenn ich jetzt ich weiß, dass bin. mein, dass, 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 dass mein, dass mein Kleinkind das halbe Hähnchen so nicht essen kann, dann, wenn ich das doch weiß, aber ich bin doch in der Lage, ihm das mundgerecht zu geben, da kann ich ihm das doch erstmal so geben, das ist ja für mich kein Problem. Weil das Ding steht ja auf dem Tisch.
Und dann führt man quasi das Kleinkind, also metaphorisch gesprochen, langsam daran, selbst Verantwortung zu übernehmen, bis es dann halt irgendwann erkennt, ah, okay, so funktioniert das, das kann ich auch selber machen. Verstehe ich das richtig, dass du quasi das, was ich sage, als ein halbes Hähnchen bezeichnest und die Partei quasi als Babybrei, also leichter zu essen? Weil wenn du das so ungefähr meinst, weil wir immer noch von dieser Partei gerade reden, dann ist die Frage, auf die ich gerade hinaus will, immer noch dann die, was soll ich dann bei der Partei? Wie gesagt, ich werde nicht gegen die Partei arbeiten. Ich werde nicht irgendjemanden dafür irgendwie zur Sau machen, weil der da mitmacht. Aber ich möchte wenigstens meine Meinung darüber, die sich ja auch jederzeit zum Beispiel durch Gespräche wie diese auch ändern kann, gar kein Problem. Ich bin da sehr flexibel. Ich würde das. Also du hast da gerade was gesagt, was, ne, so von wegen, wenn Leute was lernen wollen, fängst du nicht mit der 10. Klasse an. So, und ich weiß halt aus Erfahrung, dass ich durchaus auch in der Lage bin, mit Leuten, die halt eben, ich habe das zum Beispiel, habe ich auf der Bäckerfinker die Erfahrung halt eben, da habe ich halt eben einfach mal getestet. Da waren halt Leute, die nicht da waren, weil der Bauchi da war und die von dem Bauchi irgendwas gehört haben, die kannten den Bauchi aus dem Fernsehen, wussten, hat er die Bäckerfinker besetzt, hat dass die auf Mallorca ist. Und dass man da mal vorbeigehen kann, um sich das anzugucken. Du glaubst nicht, also mit wie vielen Leuten ich da wirklich 10. Klasse Gespräche habe führen können, die danach sich gemeldet haben, also die dabei dann auch wirklich die ganze Zeit und ich sehe, dass, ob das jetzt ein Kopfnicken ist, das eigentlich so eher auf Unverständnis basiert, oder ob die Augen mir sagen, verdammte Scheiße, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich verstehe das auf jeden Fall. Und wie viele Leute mir dann im Nachhinein noch geschrieben haben, bis hier noch, danke, dass du mir das da gesagt hast. Ich wäre da nie drauf gekommen, auch nur einmal drüber nachzudenken. Jetzt ist das die ganze Zeit in meinem Kopf und ich weiß, dass das halt eben auch so eine Kettenreaktion auslöst, wie so ein Domino-Effekt, wo halt ein Stein den nächsten anstößt. Also es ist. Event, ne? Also ich bleibe dabei, dass ich sage, ja, ist vielleicht ein halbes Hähnchen, aber es ist essbar und eventuell, wie alles andere, auch durchportioniert. Das heißt also nicht auf einmal in den Mund stopfen, was halt auch eigentlich niemand machen würde. Und ja, du kommst nicht drum rum, es weich zu kauen. Du musst über diese Sachen auch ein wenig selber nachdenken. Ne? Aber wenn du schon mit der Materie interessiert bist und du möchtest es konsumieren, du möchtest es essen, dann bleibt dir ja sowieso nichts anderes übrig. Und dann machst du es aber auch gerne. Ne, keiner wird gerne ein Kotelett essen, ohne es zu kauen, weil kommt nicht so gut. Also ich bleibe jetzt hier gerade mal in diesem Fleischding, weil es, keine, also du kannst auch ein hartes Krustenbrot oder ein Hasenbrot essen. Es wird nicht funktionieren, ohne zu kauen. Aber ein Kind weiß Und das das nicht. Verdauen, das ist dann nochmal was, was dann halt eben im Unterbewusstsein tatsächlich passiert, wo du auf einmal merkst, dass dein Unterbewusstsein, Entschuldigung, anfängt sich zu verändern, deine Wahrnehmung sich zu verändern und solche Sachen. Aber wie gesagt, ein Kind weiß das nicht. Und einfach nur, ich hab halt Oh, die ein Kind wird das wundervolle. auch, ein Kind lernt auch ganz schnell zu kauen, das musst du dem nicht beibringen. Also Das ist ein Reflex. ich hab halt ein gutes Beispiel. Ich lebe halt komplett in meiner Familienbubble. Also um mich herum, alle Leute, die was mit meiner Familie, mit meiner leiblichen Familie zu tun haben, sind halt vom Prinzip her nicht bereit, sich im Ansatz mit dem zu beschäftigen, was ich tue, was vielleicht auch der ihren Lebensqualität irgendwie steigern könnte. Weil da geht es dann einfach darum, da könnte ich auch dran verzweifeln, in Form von: Was weißt du denn schon, wenn quasi Person XY im Fernsehen das sagt und auch darüber hinaus das Radio einfach diese Informationen gibt? Die wissen ja wohl besser darüber Bescheid als du. Weißt du? Ja, aber Und dann sitzen die ja wohl offensichtlich auf einem sehr, sehr hohen Ross, oder?
Und dann ist es ja nur eine Frage, da kann ich ja noch unbeeindruckter einfach mein Ding weitermachen, weil ich weiß, von diesem hohen Ross werden die früher oder später runterfallen. Und Das ist irgendwann, die Frage. wenn die Also Leute auf den harten Boden. bis jetzt sind es ja 60 Jahre Ja, gut doch. mit diesem Kurs gefahren. Ja, nee, das ist ja auch genau der Grund, warum die auf dem hohen Ross sitzen. Aber das Ding ist halt eben, dass halt ja gerade im Prinzip, sagen wir mal, wir bleiben bei dem Bild vom hohen Ross, aber im Moment ändert sich sehr der Untergrund. Der Boden, auf dem irgendwelche Leute gerade laufen, auf dem 60 Jahre was aufgebaut haben, wird ihnen entzogen. Und früher oder später kann es passieren, dass sie von ihrem hohen Ross runterfallen und dann auf dem harten Boden der Realität aufkommen. Ja, im besten Und Falle. dann wirst du ihr Gehör finden. Dann werden sie dich auf einmal fragen, sag mal, wieso geht's dir eigentlich so gut? Und wenn du dann was sagst, dann hast du auch ihr Gehör. Genau, aber ich versuche halt trotz alledem jetzt schon, so gut ich halt kann, unbewusst darauf einzuwirken, weil mir das halt nicht reicht, wenn ich halt sage, ey, wenn du dann mal selbst in deinem Leben in die 10. Klasse gekommen bist, dann verstehst du mich auch. Ich versuche halt dementsprechend proportionstechnisch schon vorher die Leute so anzufüttern, dass ich jetzt nicht die Welt bewege, aber wenigstens ein bisschen. Ne? Ja, genau. Und Und in der das habe aktuellen ich ja Situation. letztendlich auch nicht anders. Aber schau mal, du sagst quasi selber gerade dasselbe, was du mir gerade vorher gesagt hast, nämlich dass ich quasi für gewisse Leute einfach zu weit schon bin, sagst du gerade über dich selber genauso. Ja, aber Deswegen ist der das. Unterschied ist aber, dass ich zum Beispiel mir darüber im Klaren bin. Und ich bin davon überzeugt, dass das wahrscheinlich die Methode, die du vorgibst, mit dem du übernimmst Selbstverantwortung, du bist dein eigener König, das ist sozusagen so, ja, da sollte es hingehen so, aber im Jetzt und Hier. Wie kannst du im Jetzt und Hier das meiste beeinflussen? Einfach nichts machen, sich da rauszuziehen und einfach den Wahnsinn sozusagen, der da gerade um uns herum passiert. Es ist ja nicht direkt in deiner Basis, es ist ja auch nicht direkt in meiner Basis, aber es ist ja trotzdem allgegenwärtig. Und da bin ich letztendlich doch jetzt eher bereit, mich dementsprechend einer neuen, interessant klingenden, so zumindest für mich, Partei anzuschließen, die da vielleicht jetzt erstmal diese ganzen Sachen bewirken kann oder verändern kann, dass ich jetzt erstmal wieder Ruhe habe, dass ich dementsprechend dann wieder mit meiner Methode doch im Umfeld halt auch besser irgendwie Leute abholen kann, weil dann halt das Übersystem wieder funktioniert. Also. Ja, deswegen ist das super, dass Leute wie ihr das macht. Und wenn ihr dann die Leute so weit bekommen habt und selber auch dazu gekommen seid, dass der Grundkern des Problems der Gehorsam ist, dann stehen wir wieder nebeneinander. Und dann bin ich wieder dankbar, dass ich dann halt meine Zeit schon damit verbracht habe, auf dem Terrain des Ungehorsams meine Erfahrungen zu machen, damit da auch schon einfach Erfahrungen da sind, die weitergegeben werden können. Verstehst du, was ich meine? Also ich bin gerade so auf dem Standpunkt, dass jeder eigentlich genau da, wo er gerade ist, schon genau richtig ist. Also zumindest von uns beiden auf jeden Fall, aber halt eben eigentlich auch alle anderen. Weil ja gerade alles im Wandel ist. Es passiert gerade so viel in den Köpfen. Ich bekomme das halt eben auch mit. Ich beobachte Leute mitunter ja jetzt schon seit Jahren. Was heißt Beobachter? Also das hört sich an, als würde ich, wäre ich ein Stalker oder so. Nein, es ist halt einfach so, dass wenn ich Leute über Jahre kenne, ich die natürlich auch irgendwie mitbekommen habe, nennen wir es beobachten und halt eben vor allen Dingen auch dabei beobachten kann, wie viele von denen irgendwie so in der letzten Zeit vor allen Dingen den Tenor ihrer Aussagen geändert haben. Wo Leute zum Beispiel letztes Jahr noch ein ganz massives Problem mit dem hatten, was ich gesagt habe, und jetzt auf einmal selber das sagen. Verstehst du, was ich meine? Da ist halt einfach extrem viel im Wandel. Und an dem Punkt, an dem halte ich mich irgendwo auf, an diesem Punkt, wo in unseren Köpfen tatsächlich gerade was passiert. Und da bin ich auch, glaube ich, gar nicht so falsch, weil wenn in Köpfen was passiert, dann kann in Köpfen auch tatsächlich sehr schnell sehr viel passieren. Vor allen Dingen,
sehr kleine Unterschiede mit sehr gravierender Auswirkung, wie zum Beispiel dem Verständnis darüber, was Gehorsam in unserem Leben eigentlich bewirkt. Und ich reite auf dem Wort nicht erst seit ein paar Tagen rum. Aber unterm Strich gibt es ja Ich trotzdem habe die Politik und wir leben ja trotzdem in diesem Land mit 83 Millionen anderen Menschen und gewisse Sachen, finde ich persönlich, sind, also wir haben ja auch Vorteile, dass wir in diesem System leben. Und letztendlich ja, wäre auch allein traurig, schon wenn ich jetzt Geld. nur Nachteile hätte, wäre es auch ziemlich scheiße, ne? Ja, und das Ding ist halt auch so Sachen wie Geld oder sowas, ja, das ist ja schon etwas. Ich finde das gut. Ich habe jetzt kein Problem mit Geld oder so. Und auch, dass wir ein Gesundheitssystem haben, finde ich jetzt nicht schlecht. Klar kann man sich hier und da über gewisse Sachen beschweren oder könnte man wahrscheinlich selbst hätte man gute Ideen, wie man gewisse Sachen verbessern könnte. Aber so im Großen und Ganzen, zumindest vor diesem C-Wahnsinn, habe also ganz ehrlich, ich habe mich nie wirklich mit Politik beschäftigt. Ich habe mir immer gedacht, die machen eh, was sie wollen. Also da bin ich dann eher so wie du, ne? Die machen da, was sie wollen. Ich lebe hier in dem System, bin aber quasi einfach nur so. Also ich bin in diesem System, in meiner eigenen Bubble, in dem System. Und in diesem System, in dem ich in meiner eigenen Bubble bin, kann ich quasi mit Leuten kommunizieren, kann ich Leute ein bisschen beeinflussen, kann ihnen so ein bisschen von mir erzählen. Und das Übersystem hat uns nicht gestört. Klar kann man sich jetzt über Steuern beschweren und sowas, ja. Könnten noch weniger Steuern sein, gar keine Frage. Aber so im Großen und Ganzen war es in Ordnung für mich. Aber jetzt sind wir quasi an einer Situation, jetzt ist nichts mehr in Ordnung, weil das Übersystem quasi auch in meine kleine Bubble eingreift. Und wenn ich jetzt sage, Ja, genau. Übersystem, greift ruhig weiter in meiner Bubble ein, Oder obwohl ich ja tut sozusagen. es nur sehr spürbar gerade. Das hat es immer getan. Entschuldigung, ich wollte es nicht unterbrechen. Nee, kein Problem, hat es immer getan, aber nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Nicht, dass es so spürbar war. Nicht, dass man plötzlich nicht mehr raus kann. Ja, Nicht, dass man genau. plötzlich, Das ist der ne, Punkt. die Maske, dann kann man sich halt überlegen, okay, wir wissen es ja beide besser, die Maske bringt nichts. Aber das Ding ist halt, da habe ich auch schon mit einigen drüber diskutiert, die dann sagen, ja, Dennis, dann geh doch einfach ohne Maske, wenn du es doch weißt. Geh doch einfach ohne Maske in den Rewe. Dann sage ich aber, das könnte ich tun, aber ich will gar nicht diese Aufmerksamkeit, diesen Stress, dem ich mich dann ausgesetzt fühle, weil ich dann mit diesem Security sprechen muss, der halt überhaupt nicht auf meinem Level ist. Darüber hinaus Ja, wäre genau. der Security, das wäre nervig, aber das wäre nicht das wirkliche finale Problem. Mein störendes finales Problem wäre, ich würde die ganze Aufmerksamkeit des ganzen Ladens auf mich ziehen und darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass es halt auch ältere Bürger gibt, die voll in diesem Film gefangen sind, die nichts anderes kennen und ernsthaft denken, ich wäre ein Terrorist, weil ich so fahrlässig bin und jetzt quasi ohne diese Maske da reingegangen bin und jetzt sozusagen die anderen Leute anstecken will, blablabla. Und stell dir einfach mal vor, dieses Szenario, einfach mal im Worst-Case-Szenario weitergedacht, da würde jetzt quasi bei meiner Aktion, würde irgendeine alte Omi oder ein alter Opi da stehen, würde einen Herzinfarkt bekommen, weil er gar nicht darauf klarkommt, dann wäre ich quasi, dann würde ich verurteilt werden. Weil ich sozusagen ja dafür verantwortlich bin, dass diese ältere Person an einem Herzinfarkt durch Stress bedingt, die Situation ist sowieso angespannt, da komme ich, dann reagiert diese Person, das will ich nicht, das will ich mir nicht anmaßen. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt gerade wirklich was. Ja, aber das ist genau das. Es ist gerade so eine Situation, wo man eventuell auch nicht zu prinzipiell agieren sollte, sondern wirklich aufs Bauchgefühl hören sollte. Wie mache ich es jetzt? Wie mache ich es jetzt in diesem Moment? Und das kann unter Umständen sein, dass ich es heute ganz anders mache als gestern und morgen nochmal ganz anders. Und genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt, worauf ich die ganze Zeit hinaus will. Dass unser Bauchgefühl ein sehr kluger Kopf ist. Und wenn wir mal lernen würden, dem wieder zu vertrauen, wir Politik nicht mehr bräuchten, wir auch kein Geld mehr bräuchten. Also mir geht nicht, ich habe nichts gegen das Geld. Ich habe auch kein Problem mit dem Geld. Probleme haben Leute durch ihren Umgang mit dem Geld, wenn sie ein Geldproblem haben. Aber das ist nicht das Geld schuld, sondern das ist der Umgang mit dem Geld schuld und das sind auch wieder die Leute selber schuld. Ja, also das ist es. Wir sind es letztendlich alles selber schuld.
Und wenn wir uns demnächst impfen lassen, weil wir es zulassen, dass eine Polizei unsere Tür eintreten darf und uns irgendeine Nadel in den Körper injizieren oder was weiß ich, wie man diese Impfung auch noch verabreichen kann, dass man halt sagt, ja, so ist es aber keine Körperverletzung, kriegst du einen Lappen vor den Mund gedrückt oder sonst irgendwas, damit du es einatmest oder so, verstehst du, was ich meine? Aber dann sind es immer noch wir, die es zugelassen haben. Wir stehen in der Verantwortung. Nicht irgendwelche Parteien, nicht irgendwelche Politik, sondern wir. Aber es sieht grundsätzlich immer anders aus. Es sieht so aus, als seien Parteien oder die Politik oder Chefs oder andere Leute, die uns auf der Nase rumtanzen, verantwortlich. Aber nur weil wir ja zum Schein durch den Gehorsam jeweils die Verantwortung an die abgeben. Deswegen sagen wir dann auch, wenn es uns dann schlecht geht, die sind das schuld, weil das ja so leicht ist. Aber es ändert nichts. Es ändert nichts daran, dass ich die Konsequenzen für mein Verhalten selber tragen muss, egal wer da schuld dran ist. Es hilft mir aber, an den Punkt zu kommen, wo ich sage, ich bin das selber schuld. Weil ab dem Moment, wo mir das bewusst wird, kann ich das für die Zukunft mindern bis verhindern. Und dann würden wir in ganz anderen Bubbles leben, wo halt eben nicht mehr normal wäre, dass diese Bubble unspürbar, aber dennoch ganz massiv von anderen beeinflusst wird und es dann erst zu Extremfällen kommen muss, in denen wir das dann überhaupt mitbekommen. Da wir aber im Moment in so einem Punkt sind, fällt es gerade sehr auf, wie sehr diese Leute, denen wir die Macht dazu geben, unsere Macht übrigens, unser Leben so zu beeinflussen, unsere Macht, weil wir sie durch den Gehorsam abgeben, indem wir denen hinterherlaufen, folgen, tun, was die uns sagen, dass es jetzt richtig, richtig unangenehm wird. Und für jeden, der da gerade sehr unangenehm berührt ist, der darf gerne dieser Partei beitreten, aber den lege ich trotzdem nahe, über Eigenverantwortung mal nachzudenken. Wenigstens mal damit anzufangen, wenn er es noch nicht getan hat. Ja, Weißt du, das was ist ich ja, meine? also Dann meinst wirst du du mit dem tatsächlich? Schuh draus. Dann kann man das halt eben kombinieren. Da kann man auch Absolut. beides gerne einfach machen. Also das ist das, wovon du sprichst, ist ja nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung. Also und Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität meines Erachtens sind essentiell für vom Prinzip her jeden essentiell notwendig, weil ich davon ausgehe, dass 99% der Leute eine andere Erziehung aus dem Elternhaus genossen haben, weil die Eltern es nicht besser wussten. Und ich will jetzt auch als Beispiel meinen Eltern keine Schuld zuwerfen oder sowas. Das wäre nicht fair, denn sie wissen es erstens nicht besser. Und zweitens kriegst du halt zur Geburt, wenn du jetzt ein Kind gebärst, kriegst du ja kein Buch in die Hand, so nach dem Motto, wo drin steht, so erziehst du dein perfektes Kind, Komma, was von Anfang an selbst die Konsequenzen in seinem Leben für sein Handeln übernehmen wird. So, und da es das so nicht Und gibt, dennoch gibt es solche Leute. ich Die sag ja, brauchen kein 99%. Buch, sondern die lassen ihrem Kind die Möglichkeit, sich zu entwickeln und kriegen das Kind, das, was geboren wurde. Wer das noch nicht kennt, André Stern angucken. Einfach mal so in der Folge auf den Stream bei YouTube mal André Stern eingeben und dem mal 2 Stunden lauschen. Da merkst du auch, wie deine Blase sich innerhalb von 2 Stunden ganz massiv ändern kann. Das sind Ja, so ich habe auch von. Mindblows. Da so, wow, Scheiße, so geht's auch. Ist ja Wahnsinn. Ja, also entweder diesen netten Herren mal angucken oder Andreas Winter, den habe ich jetzt vor kurzem für mich entdeckt. Das ist quasi auch so jemand, der von sich selbst behauptet, dass er quasi so erzogen wurde. Also dem seine Eltern haben ihn Also eben gar letztendlich einfach. nicht. Wie bitte? Also quasi nicht erzogen, sondern sich entwickeln durfte. Genau, und da ging es dann halt auch so weit, dass er sagt, er hat irgendwie was geklaut und dann wurde er von der Polizei nach Hause gefahren so. Und dann haben halt die Eltern letztendlich vor der Polizei so eine gespielte Szene gemacht, aber dann als die Polizei weg war, haben sie halt gesagt so, ja gut, hast du gemacht, dann hast du es halt gemacht. Aber das Ding ist halt auch weitergedacht. Jetzt nochmal ein anderes Beispiel.
wenn er zum Beispiel eine schlechte Note geschrieben hat, wo man sich dann einfach eigentlich denkt, oh, scheiße, kriegst du zu Hause quasi einen um die Löffel? Nö, hat niemanden interessiert. Aber genauso wenig hat irgendjemanden interessiert, wenn er eine gute Note geschrieben hat, weil sie einfach gesagt haben, ey, das ist deine Verantwortung so. Wenn du jetzt denkst, dass Noten in der Schule wichtig sind, dann schreib gute. Wenn du denkst, dass es nicht wichtig ist, dann schreibst du halt schlechte Noten. Essentiell ist es dann am Ende des Tages für dein eigentliches Leben, was ja durch. Wir holen ja viel zu weit aus, ne? Noten also vom Prinzip, das Schulsystem, in dem wir leben, von den Noten her sagt ja nichts über dein IQ beziehungsweise über das aus, was du kreativtechnisch erschaffen könntest und mit dem du vom Prinzip her auch Multimilliardär werden könntest. Aber in der Schule ist es halt Genau. so, da gibt es halt eine gewisse Handvoll Fächer. Keins dieser Fächer heißt irgendwie Emotionen fühlen oder wie lernt man den sozialen Umgang mit seinen Liebsten oder so? Oder wie machst du eine Steuererklärung? Sondern da geht es ja letztendlich einfach nur bam, bam, bam. Und dann heißt es einfach, ey, du bist in diesen Fächern gut. Was hat viel mit diesen Fächern zu tun? Ah, okay. Also solltest du eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich machen. Aber wenn du eigentlich vom Prinzip her viel lieber Musiker wärst, aber dich einfach nicht traust, weil das zu unsicher ist oder weil du halt denkst, Mensch, da gehe ich doch lieber auf das sichere Pferd und etc. pp. So, dann. Vielleicht verdienst du auch irgendwann gutes Geld, wenn du dann dein Studiengang gemacht hast und dann in einer Firma bist und deinen Arsch quasi für 8 Stunden am Tag verkaufst. Aber dein eigentliches Herz und deine eigentliche Lebensbestimmung wäre dann Musiker zu werden, vom Prinzip her. Aber du hast dein ganzes Leben verschwendet, obwohl du dieses Talent kennst und das auch wusstest, ne? Und dann kannst du am Ende deines Lebens im Sterbebett liegen und kannst sagen, ey, ich habe alles, soweit ich das halt so meinen Weg gegangen bin, getan. Aber vom Prinzip her bereue ich es nicht, mal den Musiker probiert zu haben, weil das war eigentlich das, wofür ich immer innerlich gebrannt habe. Und ich persönlich finde es besser, wenn man irgendwo eher den Weg einschlägt. Man guckt, okay, was liegt mir, wie kann ich damit bestmöglichst mich positionieren, wie kann ich mich da weiterbilden, wie kann ich da mich aufbauen, wie kann ich mir selbst eine Freude machen, indem ich jemand anderem helfe. Also Musik ist ja zum Beispiel auch eine gewisse Hilfe für andere Leute und gleichzeitig halt auch für einen selbst, um halt zum Beispiel in Songtexten seine Gefühle halt runterzuschreiben, die dann halt dementsprechend über die Stimme halt ja, weiterzugeben. Es ist ja einfach nur ein Beispiel, diese Musik. Ich meine, ich versuche mal so ein bisschen schlauer jetzt zu sprechen oder so ein bisschen einfacher zu sprechen, weil ich weiß, dass du mich verstehst so, aber ich versuche halt immer so möglichst mit meinen Worten wirklich so viele Kleinkinder, das kleine halbe Hähnchen zum Mund gerecht zuzuschieben. Bildzeitungsniveau. Ja, genau. Verständnis. Ja. Nur mit einem anderen Logo. Ja, aber du hast da eben noch, da würde ich voll gerne noch mal kurz drauf zurückkommen und was dazu sagen. Du hast, weil das eben auch genau sowas ist, dass das Wort Spiritualität bedeutet ja letztendlich nichts anderes als geistige Aktivität. Und es gibt ein expliziten Grund dafür, warum so wenige Leute einen Zugang dazu bekommen und warum halt die Spiritualität von vielen belächelt wird, nicht verstanden wird, und zwar explizit von ganz bestimmten Leuten, nämlich Leute, die spirituell, sprich geistig, nicht aktiv sind, die zwar denken, aber nicht aktiv und frei, sondern passiv und das, was sie vorgedacht bekommen. Das heißt, für all die Leute, die ein Problem mit Spiritualität haben oder den Spiritüllen, für die lohnt es sich vielleicht mal darüber nachzudenken, was das Wort in der Form geistige Aktivität für sie für eine Auswirkung hat. Weil wenn ich es nicht gewohnt bin, frei zu denken, was beinhaltet, dass ich zwischendurch auch mal wirklich abstruse Gedanken habe, und vielleicht sogar mal irgendwann zu einer Meinung finde, die keiner in meinem Umfeld teilt, das ist geistige Aktivität. Das ist freies Denken. Und wenn du das vermeiden willst, dann tust du das am besten, indem du einfach nur so denkst, wie du es vorgedacht bekommst, dann wirst du schön, hübsch, brav, bla bla bla. Aber dann bist du halt eben ein Sklave. Und dass halt die Spiritualität nicht so hoch im Kurs steht, liegt nun mal eben daran, weil freies Denken in dieser Diktatur halt eben auch einfach nicht gefragt ist. Nicht Machst dich gewollt nicht ist, genau. unbedingt sehr beliebt mit. Ne? Genau. Mein Lieber,
Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal, aber wir können auf jeden Fall fortfolgende Streams nochmal in 2 Wochen oder sowas nochmal dann Sehr wirklich gucken. gerne. Es scheint ja jetzt wieder zu funktionieren, ne? Und Danke da für gucken die wir einfach mal. Einladung. Ja, sehr Danke für gerne. das tolle Gespräch. Immer Schön, mit wieder dir zu gerne. reden. Ich auch. Da, so kann man völlig ohne du dumme Sau den Kinski irgendwie zitieren zu müssen, halt eben mit Leuten auch reden, die gerade eine ganz andere Meinung haben. Ohne Aber sich dabei, ohne persönlich gegeneinander anzugehen, vom gefällt mir Prinzip wäre sehr. es, glaube ich, besser, wenn wir uns mal öfters beleidigen würden, weil das würde, glaube ich, die Zuschauerzahlen ein bisschen höher Du pushen. dumme Sau. Ja. Nee, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und für die Leute, verfolgt gerne auch den Mauchi. Ihr könnt den Stream auch gerne nachträglich noch teilen, wenn ihr möchtet, dass bestimmte Leute diesen Stream sehen, weil vielleicht der ein oder andere Impuls hier in dem Stream versteckt ist. Einfach ins Kommentar die Leute markieren und ja, Support ist kein Mord. Und in dem Sinne, mach's gut, mein Lieber, und bis zum nächsten Mal. Und an all meine Leute, die ich hier im Chat so zwischendurch sehe, wenn ihr den Dennis noch nicht kennt, ihr habt ihr jetzt hier, seht ihr, nehmt einfach oben drauf und da findet ihr den Dennis. Und einfach, wie gesagt, sage ich immer, Tagesbrise googeln, ne, findet ihr die beiden auch. Der hat auch eine hübsche Frau, Alles. ja. Ja. Und die ist nicht nur hübsch, die hat nämlich auch was im Kopf. Das wissen die wenigsten. In dem Sinne, hau rein. Ja, das kommt noch. Ne, Ciao, ciao. Geduld. Gut in die Weile haben. Ciao.